Herzlich willkommen zu diesem Special hier zur 100. Folge von Dark Orbit auf meinem Kanal. Es sind schon 100 Folgen, ich kann es gar nicht glauben. Und heute zeige ich euch mal was, was nicht so Let's Play-mäßig auf der Karte stattfindet, sondern dieses Mal in meiner Hangarhalle. Ich hatte ja schon öfters die Fragen, zeig uns doch mal und wie und hier und da, ja. Und ja, heute zeige ich euch mal meinen Account so ein bisschen, was da so alles grauen gestochen ist, ausrüstungsmäßig, was ich habe. Weil das ja viele wissen wollten. Ja, gut. Fangen wir mal direkt an, würde ich mal sagen. Ja, also ihr seht hier schon Eddie Blue, 24D, Clan 24D, Firma EIC. Gehen wir mal gleich ins Ranking hinein. Und schauen uns mal an, hier knapp 400.000 Rangpunkte sind es momentan. Und ich brauche 541.000 für den nächsten Rang, das wäre der Chief Captain. Und 40.000 weniger, ja, 40.000 ungefähr, ja, plus minus. Dann habe ich meinen Rang wieder verloren, das wird aber nicht so schnell passieren. Ja. Und ja, das ist eigentlich schon erstmal alles, was ich euch dazu zeigen und sagen wollte. Auf jeden Fall, ich bin momentan dabei, das Special zu machen. Und ja, habe ich mir so gedacht, warum nicht? Ich werde euch hier im Anschluss noch ein paar Szenen zeigen, die ich aufgenommen habe, bevor ich meine Haarbox hatte. Und ja, ich hoffe, sie gefallen euch, aber das soll jetzt erstmal nicht zur Sache tun. So, weiter geht's. Wir sind ja hier für den Hangar. Alle Mann, ne? Das lädt und das lädt. Ah, es hat fertig geladen. Okay. So, Hangar. Ich habe, man sieht, 7 Hangarhallen. Und momentan habe ich den Surgeon ausgerüstet, den Goliath. Ich habe 356 grüne Beutekeys und sonst keine anderen, auch keine MASQE Beutekeys mehr, die habe ich alle versammelt. Ich habe knapp 4 Millionen Lasermunition, knapp 55.000 Raketen. Ja, momentan in der Speed-Konfi bin ich. Ich habe nämlich 16 Antriebsgeneratoren drin in der Konfi hier und 18 Schilde und nur 19 Laser. Und die 19 Laser sind 15 aus dem Schiff und 4 Stück aus dem Pad. Ja, okay, genau. Und ich habe 8 Irisse, eine Apis und keine Zeus. Und hier sieht man es ja auch, steht ja hinter Iris in Klammern Havok, Havok, Havok. Alle Iris haben 15% Damage. Und die Apis hat 9%, aber das ist nicht weiter schlimm. Dann haben wir hier noch unser Pet, das liebe Surfbrett. Und das liebe Surfbrett hat momentan nur 43.000 von 50.000 Treibstoff. Aber es reicht hin. Ja, ist Level 15. 4 Laser sind drinne. Ja, und in den Hangarhallen haben wir 7 Schiffe. Wir haben einmal hier den Goliath drinne, ne? Den Goli. Ist ja er hier. Dann hätten wir hier, können wir hier eigentlich mal drauf drücken hier. Dauert jetzt ein bisschen. Den Weng, ihr seht auch hier, ich habe das Lightning-Design drauf auf dem Weng. Ich fliege ihn momentan zwar nicht, aber den Weng haben wir hier. Dann ist in der Hangarhalle Nummer 3 die Zitadelle drinne. In der Hangarhalle 4 ist die Aegis drinne. Auch natürlich mit dem gleichen Design wie die Zita. Und dann die Leo haben wir hier, oder den Leo. Und in der Hangarhalle 6 ist die Spearhead drinne, die steht auf 5.3 momentan, auch im Elite-Design. Und in Hangarhalle 7, das bedrohlichste aller Schiffe, der Phönix. Und für die, die sich jetzt fragen, wieso habe ich einen Phönix in den Hangarhallen, ganz einfach. Wenn ihr ein Galaxy Gate aufstellen wollt, zum Beispiel, sagen wir mal ein Alpha. Und ihr klickt mit dem Goli rein und ihr habt Nanohülle, habt ihr ja glaube 256, genau, 256.000. Dann klickt ihr und klickt ihr und kriegt auch 256.000 Nanohülle rein. Ne? Im Vergleich dazu hat der Phönix nur 4.000. Und soweit ich weiß, bekommt man dann keine Nanohülle mehr. Wenn man also voll ist mit seinem Schiff, bekommt man die nun mal nicht mehr dazu. Und darum habe ich das so gemacht. Ganz einfach, Phönix und dann Geld klicken. Dann hat sich das. Ne? So einfach geht das. So, ab in die Ausrüstung. Also so ein kleiner Tipp zum Get-Klicken, ja? Phönix rein und dann passt das. So, es lädt jetzt erstmal wieder ein bisschen. Bin natürlich Premium, ja? Sieht man ja da oben. So, das ist meine Standkonfi. Erstmal. Hier, ihr seht, 15 LF3 Laser. Ganz einfache LF3s, stören ja keinen. Ein Rocket Launcher, 15 Schilde und ein paar CPUs. Nichts Besonderes, das hier könnte noch raus. Das Muni kauft CPU, das kauft immer schön die X1 Munition nach. Und an Designs hätten wir jetzt zu bieten. Das Bastion, das Demonish, das Enforcer Exalted, das Gold Design, das normale Gully Design, das Kick Design, das Referee, das Saphir,
Das Sentinel, dann das Sovereign, das Spectrum, das Venom und das Veteran. Und natürlich das Surgeon. Und das Venom-Design, das habe ich, glaube ich, erst vor ein paar Tagen gefunden. Und ja, fehlt mir noch das zu lasern, dann habe ich alle Skill-Designs. Freut mich auf jeden Fall. So, weit sieht es im Schiff aus und in den Drohnen sieht es dann so aus. Die Drohnen sind mit LF4-Lasern vollgestopft. Hier natürlich überall die Havocs drauf. Ne? Bis in die letzte Drohne hinein. Ich habe 17 LF4-Laser und die letzte Drohne hat, tja, die hat noch einen LF3, aber das ändert sich auch noch. Ne? Ja, die Drohnen sind so zwischen Level 3 und Level 5. Ich sehe hier Level 5 ganz viel, einmal Level 3 noch, warum auch immer die Level 3 noch ist. Wahrscheinlich habe ich keinen Bock gehabt, sie zu upgraden oder so, keine Ahnung. So, das war jetzt auf jeden Fall die Standkonfi, ne? Also, so wie man es kennt, im Raumschiff, einfach Schilde drinne und dann Voll-Damage hier drinne. In den Drohnen, wo dann die Havocs drauf klatschen einfach und dann passt das. So, im Pad haben wir in der Konfi 4 LF3 Laser, ein Kami und ein Sammler und 3 Radarprotokolle. Quatsch, 4. Und für die Personalisierung habe ich noch kein Design für das liebe Pet. Aber das ist nicht weiter schlimm, meine Lieben. Nämlich, ich werde mir in dem Handwerker-Crafting-Event jetzt ein Pet-Design zusammensammeln und dann ist das alles schön. So, dann in die Speed-Confi bleiben wir gleich im Pet. Da hat sich nichts verändert. In der Speed-Confi hier ist ein Herkules drin. Und die anderen sind ausgeschmückt mit Havoc-Designs. Und hier sind halt komplett mit Schild voll, die Drohnen, weil ich nur einen Herk habe, deswegen ist es drin. Da die Herkules-Designs den Effekt selbstständig auch bringen, wenn nur ein einziges da ist, ne, habe ich da auch jetzt mit einem Herkules und den Havocs keinen besonderen, wie soll ich sagen, Malus dann, dass ich halt nur eins habe davon, ne? Sonst hätte ich die Havocs drin gelassen, weil sonst die Havocs verlieren ja ihren Effekt, ne, das ist so. Die Havocs verlieren ja ihren Effekt, wenn nicht alle Drohnen Havoc haben, deswegen. Aber das ist nicht schlimm. So, und im Raumschiff klatschen natürlich die LF4-Laser jetzt drinnen. Alle 15 und 2 sind jetzt noch frei. Die könnten wir eigentlich sogar ins Pad noch, hier sind sie, legen. Hier sind auch eigentlich so dieselben Generatoren dann, nur halt als Antriebsgeneratoren drinnen. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch so, was interessiert? Ich gehe mal ins Pilot-Sheet. Mehr relativ, wenn ihr das jetzt alles da seht. Es lädt sich eh erstmal zu Tode. So, hier keine Info angegeben, alles lustig hier und da. 296 Spielstunden habe ich. Ich bin Rangliste 612. Unser Clan ist auf Platz 131 momentan. Auch nicht schlecht. Bin 20 Jahre alt, das weiß ich. So, Skill Tree. Das ist das, was hier, denke ich, die meisten interessiert. Ich habe nämlich hier 31 von 50 Forschungspunkten. Die obere Leiste finde ich dabei sehr wichtig, dass man halt die HP, Schiffshülle 1 und 2 hat, so wie ich hier, und dann die Schildenergie, beziehungsweise dann auch hier die Schilddichte. Und was auch nicht schlecht wäre, wäre das Täuschungsmanöver, das kommt bei mir auch als nächstes Projekt dann dran. Täuschungsmanöver 1 und 2 kann man nämlich wenigstens mal ausweichen, wenn jemand zum Beispiel keinen Kalibrator hat. Na? Trifft der nicht so häufig. Dann habe ich hier einmal gnadenlos voll gemacht und einmal hier in Rocket Science 2 Stück drinne als Voraussetzung für den Alienjäger. Das ist jetzt mein nächstes Projekt, da kommen noch 3 Stück rein. Dann habe ich dicke Laser mit Kopfgeldjäger 1 und Kopfgeldjäger 2 und hier den Kalibrator und dann hat sich das eigentlich schon. Das ist mein Skilltree und ich brauche noch ein paar Logfiles. Ein paar ist gut, ne? Ja, Skylab können wir mal reinschauen. Zungenknoten, yay, Rohstofftransfer abgeschlossen, vielen Dank. So, ihr seht, alles auf 20 hier und hier Promerium Level 17 und Seprom Level 15. Ich würde es ausbauen, aber ich habe so das Problem, wenn ich es jetzt ausbauen würde, hätte ich davon nichts von meinem Seprom und Co. für eine ganze Weile und ganz ehrlich, so reicht mir das auch hin erstmal. Ne? Beim Upgrading können wir jetzt auch mal kurz gucken. Also meine Meinung ist, man muss nicht alles komplett oben haben. So, Upgrading, gehen wir mal auf die Drohnen. Sehen wir das nochmal hier 3, 4, 4, 4, 4 und dann 4 Stück auf 5. Das Maximallevel hier ist ja 16, aber da brauchen wir noch ein bisschen für. So, an Gates schauen wir auch nochmal hin. Und es lädt.
So ist das. So, Alpha hat 8 Teile, Beta hat 12, 77 hier, Delta hat nix. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Ein Lambda-Teil, im Kronos haben wir 12 und 21. Mir fehlen jetzt noch das Delta, 3 Epsis und 5 Lambda. Auf Lambda habe ich keine Lust. Ne. Ein Hades hätte ich stehen. Hier steht jetzt die Hades-Story gerade dazu. Also ein Hades hätte ich sogar hier rumstehen. Und das Kuiper habe ich erst gemacht. Das habe ich auch keine Lust, weil du kriegst nichts aus dem Kuiper raus, was wirklich gut ist. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ich habe euch alles gezeigt von mir und weiter geht's mit den Jagdszenen. Viel Spaß dabei!